Was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen auf dem Kanal Kniescheibe und meinem bärtigen Blog. Ich habe euch versprochen, eine Alternative zu einer Wildschwein-Borstenbürste zu finden. Heute machen wir ein Unboxing. Wir packen heute eine Bürste aus mit Rosshaar. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! Ja, Freunde, da einige in den Kommentaren geschrieben, dass sie keine Wildschweinborstenbürsten benutzen wollen, da habe ich hier eine Alternative für euch gefunden. Ich habe mir hier eine aus Rosshaar bestellt und es handelt sich um die Marke Bart Mani. Designt ist sie auf jeden Fall in Deutschland und gemacht ist sie in China. Okay, soll es denn sein. Hier ein paar Adressdaten. Hier steht nochmal die Firma Bart Mani. Nochmal ganz kurz ohne Logo. Und hier auch wieder nichts Interessantes. Hier steht auch nochmal Bart Mani. Ja. Da machen wir jetzt mal die Schachtel auf. Es ist ja eine ganz normale Pappschachtel. Okay, dann geht's auf. So. Das mal aufmachen. Ah, es geht ein bisschen schwer. So eine Hülle quasi. Kennt ihr vielleicht von Handys. Und hier nochmal so mit dem Logo drauf. Ja, es sieht schon gepflegt aus. Hier habe ich ein paar Flecken. Warum habe ich hier ein paar Flecken? Seht ihr das? Die weißen Flecken. Da auch nochmal. Warum ist das so? Hier auch nochmal. Ich schwöre, die Flecken kommen nicht von mir. Okay, das hier drinnen ist eine Schachtel. Da muss man die so aufmachen. Mal die so auf hier. Da haben wir die Bartbürste. Was mir als erstes auffällt, ist auf jeden Fall, hier ist ein Haar. Das regt mich schon mal auf. Okay. Dann haben wir hier einen Holzgriff, so einen hellen Holzgriff, packe ich mal aus. Okay, da drinnen, das ist die Bürste, so sehen die Borsten aus. Ja, es handelt sich um Pferderosshaar. Da haben wir nochmal so eine Täschchen, das ist so ein Stefftäschchen mit hier mit so Verschluss, den kann man so zuziehen und vielleicht auf Reisen mitnehmen. Das ist schon mal auf jeden Fall praktisch. Dass die Haare, hier sind über Haare, dass die Haare nicht irgendwie im Koffer rumfliegen, sondern einfach in der Tasche bleiben. Das mit den Haaren ist auf jeden Fall erstmal negativ. Alles klar. Dann schauen wir mal uns die Bürste an. Hier haben wir die Bürste, nochmal ganz kurz da mit dem Logo drauf von Bart Mani. Okay. Auf jeden Fall, der Griff sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Die Haare sind viel kürzer. Ich nehme jetzt mal eine Wildschweinborstenbürste zum Vergleich. So ist eine Wildschweinborstenbürste, ja, sieht man vielleicht, wenn ich sie identisch nebeneinander lege, ist die Wildschweinborstenbürste ein bisschen länger, die Haare. Und die Haare bei der Wildschweinborstenbürste, die stehen ein bisschen weiter auseinander als bei dem Rosshaar-Bürste. Aber auf jeden Fall ist es eine Alternative. Hier haben wir, was haben wir hier denn hier jetzt schon wieder? Irgendwas steckt hier in den Haaren fest. Ah, das ist ein bisschen Pappe von der Schachtel. Alles klar. Ich probiere es mal auf dem Bart. Ich weiß, dass die Wildschweinborstenbürste ein bisschen starr ist. Die nimmt auf jeden Fall sehr, sehr viel Dreck weg. Ich schrub's jetzt mal gerade in meinem Gesicht rum. Ja. Ich bin es ja schon gewohnt. Jetzt probiere ich mal die Rosshaarbürste in meinem Gesicht. Es fühlt sich fast identisch an. Es fühlt sich sogar ein bisschen besser an, muss ich sagen. Weil wahrscheinlich die Haare so nah beieinander stehen. Und ja, es fühlt sich auf jeden Fall ganz sicher an. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, dass man da in den dichten Bart so richtig gut reinkommt. Jetzt, wenn man einen kürzeren Bart hat, eignet sich die Bürste bestimmt richtig gut, aber für mich, gerade wenn ich jetzt hier und meinen unteren Bereich hier bürste, ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich durchkomme bis zur Haut. Ja, also optisch gefällt mir die Bürste auf jeden Fall sehr gut, aber hier in der ersten Anwendung fühlt es sich echt seltsam an. Ich denke nicht, dass ich bis zur Haut durchkomme und somit auch nicht die Bartschuppen richtig gut wegnehmen kann. Wenn man keine Bartschuppen hat, eignet sich das bestimmt auch ganz gut. Also eine Alternative ist es auf jeden Fall zu einer Wildschweinborstenbürste. Qualitativ muss ich sagen, ist es nicht so hochwertig wie so eine Wildschweinborstenbürste. Diese Wildschweinborstenbürste habe ich auf so einem Kaufland gekauft damals und für, weiß ich nicht, für 10 Euro glaube ich oder so. Und die ist jetzt schon, ja, ein Jahr alt quasi fast schon
und die hebt immer noch sehr, sehr gut. Ab und zu mal verliert die Haare, aber das ist normal. Hier sind mehr Haare, also kann man sie wahrscheinlich sehr lange benutzen, außer die hart jetzt wirklich. Jetzt kann man jetzt dran ziehen. Okay, wenn ich jetzt dran ziehe, muss man ehrlich sagen, ich habe jetzt ein Haar. Ein Haar habe ich jetzt rausgezogen, ganz dünnes. Hier nochmal ein, aber ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt, da ist nochmal einer. Okay, es geht auf jeden Fall. So, ja, hier sind ganz viele Haare. Es haart auf jeden Fall sehr, sehr krass. Jetzt mache ich das mal an der Wildschweinborstenbürste. Okay, da habe ich jetzt auch Haare. Da nochmal eine. Da nochmal welche. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, zwei Stück auf einmal. Also, Haaren tut auf jeden Fall alles mal. Ja, okay. Da nehme ich das zurück. Identisch von der Verarbeitung sind sie. Es handelt sich hier um ein Naturprodukt bei den Produkten hier. Jetzt probieren wir nochmal die Tasche aus, wie wir die Bürste reinbekommen. So. Ich muss euch dazu sagen, ich habe nicht viele Bartbürsten in der Hand gehabt. Deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht normal ist, dass sie so haaren. Ja, kann ich nicht sagen. So sieht es in der Tasche aus. Es passt da sehr, sehr gut rein. Auf jeden Fall. Ich habe es mal eingepackt und zugezogen. Zugeziehen geht auch die Funktion sehr gut. Dann nehme ich sie nochmal raus. Ja, es ist schon in Ordnung. Es ist schon auf jeden Fall in Ordnung. Wer so eine alternative Bartbürste haben will, den habe ich auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten habe ich natürlich eine Wildschweinborstenbürste in der Beschreibung verlinkt, die auch eine sehr, sehr gute Qualität hat. Und eine vegane Bürste für die Leute, die keine tierischen Produkte nehmen wollen. Die können sie dann so benutzen. Ja, ich habe jetzt mal das ganze Video Werbung reingestrahlt. Ich habe die Artikel zwar selber gekauft, wie alle anderen Artikel, bis auf den Dermaroller, den ich schon mal vorgestellt habe, den ich kostenlos zur Verfügung gekriegt. Aber sicherheitshalber Werbung mal reingeschaltet. Okay, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen weiterhelfen, eine Alternative zu finden. Ja, ihr müsst nicht unbedingt eine Wildschweinborstenbürste benutzen, wenn ihr nicht wollt, aus religiösen Gründen oder aus persönlichen Gründen. Wer weiß es schon, was ihr für Gründe habt. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass es Alternativen gibt. Eine vegane Bürste, eine Rosshaarbürste gibt es unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video, meine Freunde. Ciao.